Guten Morgen, guten Morgen, guten Abend, guten Abend. Ich grüße euch. Ich bin ein bisschen skeptisch. Wir sind ein bisschen außerhalb jetzt hier vom Camp am Laufen. Und ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, ob hier noch andere Hunde sind oder nicht. Jetzt hier, aber hier liegt auf jeden Fall sehr viel Essen und Brot rum. Das ist nicht so schön. Gerade schon Schokoriegel im Schnäuzchen gehabt, der alte Hundesohn. Ja, wir haben 5 Uhr, bei euch ist 4 Uhr. Ja. Und wir sind müde. Aber wir sind halt wach. Ist halt so. Ja, heute ist Versorgungstag. Wir müssen einiges heute besorgen. Wir müssen heute Geld besorgen. Wir müssen heute Geld besorgen. Also tauschen. Dann, Humi, komm bitte. Meine Güte, liegt hier überall viel Scheiß rum. Dann eine SIM-Karte wollen wir besorgen. Komm mal hier. Wir gehen hier lang. Schläft jemand im Park. Ja, und den Bim wollte ein bisschen ein paar Kleinigkeiten einkaufen für die Woche. Wasser ein bisschen. Und so ein bisschen Obst und Gemüse. Genau. Ja, so ist der Plan für heute. Und dann, ja, den Platz würde ich euch gerne zeigen, aber es ist einfach nur ein riesen Parkplatz mit ganz, mit hunderten Wohnwagen, Reihe an Reihe. Wir stehen jetzt im Eingangsbereich. Ich bin ja froh, dass wir gestern Abend am Platz gekriegt haben noch. Es ist nicht so geil. Etti, bitte. Ja, aber es nützt nichts. Wir sind sehr zentral gelegen. Da hinten ist der Hafen. Fußläufig kommen wir überall hin. Hier ist so ein kleiner Park, der aber sehr vollgemüllt ist mit Essen. Ja, ich laufe jetzt hier mal ein paar Runden. Weil es ist keine Wildhunde, ja. Auf dem Platz ist ein Wildhund wohl, du dachte ich zumindest, aber der ist, jetzt hör doch mal auf, Mann. Der ist aber eingezäunt auf dem Sportplatz. Ja, daher alles halb so wild. Ja, ich muss mal ein bisschen aufpassen hier, dass der Etti nicht hier satt ist. Und den ganz umliegenden Scheiß hier rumliegt. Das ist ja furchtbar. Ja. Katzen legen den Mülleimer da, die gucken Etti ganz aufgeregt an. Und ja, wir laufen. Ich melde mich einfach später nochmal rein. Ich muss ja echt aufpassen. Ich weiß ja nicht, was hier so für Zeug rumliegt. Vielleicht sind die auch keine Wildhunde, weil die. Ich weiß es nicht. Ne, war ein bisschen skeptisch. Ja. Vor allem, der frisst halt wirklich alles. Ihr Lieben. Werde ich heute nicht fit im Kopf. Ja, müde, platt, aber froh, dass wir jetzt endlich angekommen sind. Ja, wir suchen jetzt einen Turkcher-Laden, machen jetzt fußläufig und vertreten uns ein bisschen die Beine. Wir haben noch ganz früh, wir haben 9 Uhr, ich fühle mich für 12, 1, 2 Uhr, aber wir halt schon um 4 Uhr wach waren. Und ja, wir gucken mal, ob wir jetzt irgendwo ihr Geld wechseln können in Istanbul. Und dann eine SIM-Karte bekommen und dann mal gucken, nachher ein bisschen einkaufen, gucken, ob wir einen Gemüsehändler finden, irgendwas. Gucken wir mal. Geld habe ich jetzt getauscht, die anderen sind zurück, weil hier ist wirklich extrem viel Traffic und dann mit dem Hund, der war jetzt genau ausrast. Ja, da ist halt nichts mit Laufrad und so. Jetzt habe ich in der Apotheke alles gekriegt für knapp 20 Euro. Einmal Panthenolsalbe, einmal Nasenschirm mit Cortison und 5-mal normales Nasenspray. In der türkischen Laden war ich jetzt 4 Stück drin. Alle wollen mir so einen Scheißvertrag anbieten, hier mit 45 Euro für 100 GB, wer es nackt, wo man geht, mit telefonieren. Nein, ich weiß nicht. Ich habe ja schon oft gehört, dass sie ja nicht verkaufen wollen. Und ja, ich versuche einfach mein Glück weiter. Ich bin da sehr beharrlich. Ja, jetzt hier Verkehr. Laufen wir halt rum. Guckt euch nur die Straße von bei Grün, weil die fahren trotzdem alle bei Rot. Ich gehe einfach mit der Masse mit. Sobald wieder noch Leute sind und mit Grün laufen die einfach, dann passt das schon. Das ist recht spannend. Ja, jetzt werde ich aber erstmal zurück zum Platz. Und ja, Geld wegpacken. Ich habe nämlich ein bisschen Geld getauscht und da gibt es ja immer, also mit 1000 Scheine gefüllt. Obwohl ich die 200 alle gekriegt habe, ist das alles ein bisschen viel Geld und damit möchte ich jetzt wieder so durch die Innenstadt rennen. Genau. So, Sachen auf Grün, genauso noch ein Simmets, da habe ich schon Stand gesehen, da kostet ein Simmets 10. Türkische Lira, letztes Jahr waren das noch 5. Aber Inflation, alles wird teurer. Ist halt so.
Genau, ihr Lieben, jetzt geht's zurück. Dann melden wir gleich wieder mal. Club heute wird nicht mein Tag. Alles heute ein bisschen gerade angehalten worden von der Polizei. Die haben behauptet, Michael, da wäre die angeschnallt gewesen, aber er stimmte das nicht. Am Ende war er genervt, wir durften weiterfahren oder sollten weiterfahren. Und ja, jetzt sind wir endlich in einem BIM. Ewigkeiten gesucht. Und ich habe jetzt schon meinen Feta-Käse wieder rausgesucht. Den nehme ich einfach mit. Jetzt gucke ich nochmal einen leckeren Gouda. Irgendwas. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, was ich letztes Mal hatte. Und ich glaube, ich nehme wieder nichts mit einfach, bevor ich irgendwas mitnehme. Aber wir haben jetzt fast alles schon bekommen. Ich glaube, das haule ich heute mal. Da zeige ich dann bei der Michaela, mache ich das mal irgendwann mal zwischendurch. Wenn die euch dann mal einspielen. Und könnt ihr mal gucken. Das war alles schön kriegen. Auf jeden Fall hatte ich jetzt hier nicht so viel. Das zeige ich euch dann da. Lieben, wir sind wieder zurück und ich habe gerade den ganzen Einkauf für euch gezeigt. Also habe den gehaut und ja, gewaschen habe ich den jetzt auch schon. Wir sind wieder zurück. Zum Glück. Genau, so sieht's aus. So, jetzt wollte ich das noch waschen eben. Habe jetzt nämlich hier die Tomaten, Gurken, Paprika alle schön gewaschen und die Minze hier auch in die Petersilie, die wollte ich noch eben wegpacken. Ich packe die aber jetzt auch keine Tüte rein. Ja, die Messe hat ein bisschen nach. Bleibt mir aus, wenn man was wäscht, ne? Ja, so sieht's aus. Vielen, vielen geilen Scheiß haben wir gekriegt. Das war richtig schön, nachdem wir über anderthalb Stunden gesucht haben und einen BIM erreicht haben, den wir auch wo wir parken konnten. Haben wir das dann richtig ausgenutzt. Die Laune war zwar ein bisschen kacke zwischendurch, aber ansonsten ist alles im euren Bereich. Obwohl wir richtig im Arsch und richtig Platz sind. Ich glaube, viel werde ich heute auch nicht mehr machen. Mama ist noch losgelaufen mit den Kindern irgendwo sich im Moschee angucken. Ich bin aber froh, wenn ich ein bisschen jetzt gleich Chili-Mili machen kann. Der Etty hat einen Knochen raus und der ist auch froh, dass er seine Ruhe hat. Und schön am Fretten ist, ja, so hat jeder was zu tun. Genau, ich habe noch Gurken gehabt irgendwo. Papa wird alt. Erdbeeren habe ich auch vergessen zu zeigen. Guckt euch die mal an, die schönen Erdbeeren. Riesenpott, nur für uns. Die lassen wir uns nachher schmecken. Die wasche ich jetzt auch eben einmal ab. Und dann schnibbel ich nur das grüne Zeug ab. Und ja, mal gucken, welchen den Platz noch bezahlen. Wir müssen leider ein bisschen mehr bezahlen, weil wir halt mit zwei Fahrzeugen hier sind, was ja auch logisch sind. Gestern habe ich ein bisschen die Kederleiste verzogen, irgendwo angeeckt bin ich. Und ich habe mit Zickerfleck schon alles ausgebessert. Alles nicht der Rede wert. Mal so langsam mittlerweile nimmt man das alles nicht mehr so eng. Ja. Zack, das ist das Pepsi schön runter. Wir haben noch einen Eimer mittlerweile. So diese gelben, dicken Eimer, die wir da immer mit hatten, die haben wir dafür nur noch, weil das andere wog halt das Fünffache oder so und war halt voll umständlich und so. Nimmst halt einen Eimer, schützt den aus. Im Prinzip dasselbe. Ne? Jetzt soll man sich da unnötig belasten mit so einem Zeug. So, jetzt werden die Erdbeeren noch gewaschen und geschnibbelt. Und dann bin ich auch durch. Dann lege ich glaube ich ein bisschen die Füße hoch und trinke noch ein Käffchen. Bier hätte ich auch gerne getrunken, habe ich aber nicht dabei. Ist aber ganz gut so. Und sau wenig so viel. Nein, ich habe eh nicht viel getrunken, aber trotzdem. Ja, ist halt ja auf Dauer auch nicht so gut. Ist halt im Sommer immer gefährlich mit dem Radler. Das schmeckt ja auch nicht gut, aber ne. Naja, nimm to dom. Auf Dauer sicherlich nicht gut. So, die waschen wir jetzt, schnibbeln wir und dann melde ich mich später noch zu Bord und dann denke ich mal, dass wir, denke mal jetzt, 3 Nächte auf jeden Fall hier bleiben werden und dann gucken wir, wo es hingeht. Wir haben einen groben Plan, haben wir schon, 100%ig aber noch nicht, aber ihr seid einer der Ersten, die das dann erfahren. Amina Halbmond. Der Papa hat etwas ganz Verrücktes gemacht und zwar ein Mittagsschläfchen gemacht mit dem Honig. Tief hier ab.
Gummi! Wir haben einen Faulen heute gemacht, ja? Gebracht habe Abend. Dann geholt vom Fritz. Homi. Tut beim Bein mir weh. Mit einem Mückenstich. Mückenstich. Und natürlich nach Pommes, ne? Kriegst auch eine gleich oder zwei. Genau. Ja. Das tat echt gut. Ich habe ein Stündchen gepennt. Immer noch Zeiter? Machen wir gleich. Ihr Lieben, heute passiert nichts mehr. Alles verräumt. Alles weggemacht. Und ja, es sind viele Leute gekommen. Einige sind gefahren. Und so, ja. Geht der Tag dem Ende zu. Die anderen sind auf dem Rückweg. Ja, Edgy, wir gehen gleich. Wir gehen gleich, Dicker. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Würde mich freuen, wenn wir uns morgen sehen würden. Wir haben auch wieder Mittag. Mittag. Und ja, seid gespannt. Ich bin es auch, was wir morgen Schönes machen. Tschüss.